Hallo und willkommen zurück zu einer letztlichen Folge für heute von Minecraft. Und ja, ich nehme jetzt ein bisschen später auf. 10 Minuten, 20 Minuten später als vorhin. Boah, und das Feuer ist ausgegangen und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt mache ich erstmal schnell, jetzt tähe ich erstmal schnell wieder die Straße, damit die wieder ordentlich ist und ja. So, jetzt warte ich, bis die Teermaschine kommt und dann können wir teeren. La 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 la. So, so jetzt pflastern wir erstmal hier mal wieder auf. Das war hier vielleicht. Oh. So. Das vielleicht war ein Unglück, hier die ganze Straße abgebrannt. Und zum Glück haben wir da den Einstein, den Einkohlenblock durch einen Stein ersetzt. Dann wäre die ganze Straße hier. Wenn die ganze Straße hier dann getroffen wäre, da hätte ich die auch nicht mehr neu gemacht. Hätte ich die so gelassen, beziehungsweise, nö, hätte ich aus Frust. Hätte ich aus Frust doch mehr Bomben draufgeschmissen, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. So, das wird jetzt ein bisschen dauern. Was kann ich euch denn mal erzählen? Erzähle mal was von dir, du kleiner Depp, du. Hast du's hört? Das mit Uber habe ich euch ja vorgelesen. Wo war denn das? Das war vielleicht hier. Weiter. Jo. Ja, es gibt ja nichts Langweiliges, als sie zu gucken. Ach, Kalenderblatt. Könnte schon ein bisschen mal was vorlesen. Ja, was ist das machen? Heute haben wir den 23. Mai. So, der Kalenderblatt. So habe ich es auch mit 10. Mai gemacht, ne? Ja, das ist die 21. Kalenderwoche. Das ist vielleicht was Uninteressantes. 143 Tag des Jahres, auch was Uninteressantes. Ja, noch 222 Tage ab dem 23. Mai bis zum Jahresende. Sternzeichen ist Zwillinge in diesem Monat oder heute oder ja, mal gucken. Namenstag hat Bartholomäus. Bartholomäus ist eigentlich ein schöner Name. Der ist schlicht und etwas älter, aber dennoch interessant.
Also Bartholomäus, da können ruhig die Kinder heißen. Da wirst du, glaube ich, nicht gehänselt oder sowas. Wenn du aber jetzt heißt... Ach, keine Ahnung. Wenn du irgendeinen älteren Namen hast, da kann schon... Aber bei Bartholomäus ist es noch in Ordnung. Finde ich auch schön. Gibt es irgendeinen interessanten historischen Fakt? Ich will jetzt nicht alles durch vorlesen. Das, nee, das war nix. Fand ich nicht so toll. Ja, zum Beispiel 1995 in Görlitz werden die letzten Kampfpanzer aus NVA-Beständen verschrottet. Das ist doch mal ein interessanter Fakt, was heute passiert ist im Jahre 95. Da waren einige von euch noch Pupser. Kleine Windelscheißer. Ich nicht, ne. Ich war schon alter Mann hier. Was noch? 1915, uiuiui, sind wir ziemlich zurück hier, da war ich jetzt noch Sandkorn im Mondschein. Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. Das bedeutet Krieg. 1915. Was haben wir hier noch? 1618 mit dem Prager Fenstersturz, bei dem protestantischen Adlige zwei katholische kaiserliche Ratsherren aus einem Fenster im was steht hier? Ritschin werfen, Beginn der 30-jährige Krieg. Ach, haben sie Fenster rausgeworfen hier und dann... Auch das noch. 1989 meldet mit den Klängen von God Save the Queen wird der neue Bonner Botschafter in Honduras beim offiziellen Antrittsbesuch versehentlich begrüßt. Tja, Sache gibt's gar nicht. Reißt Scheiße ab. So. Mann, jetzt. So, und dann haben wir hier noch Geburtstage. Die Lena Meyer-Landrut, die das Eurovision Song Contest gewonnen hat vor einigen Jahren mit Stefan Raab. Ist heute 24 geworden. 91 geboren, 24, ein Jahr jünger als ich. 2 Jahre. Mann. So. 1965, Tom Tykwer. 50 ist deutscher Regisseur, das Parfum, die Geschichte eines Mörders. Glückwunsch. Glückwunsch. Wir gratulieren. 1945. Auch schon. Niklas Brieger, 70, deutscher Schauspieler, Welcome to Wiener und Regisseur. Lebt er noch? Ja, sieht so aus. Hört sich so an. So, wie weit sind wir noch? Ach du, hier ahnst es nicht. So, 1910, Artie Shaw, amerikanischer Jazz-Klarinettist, Komponist und Bandleader, Begin the Beguine, gestorben 2004. Carl von Linné, schwedischer Naturforscher, entwickelt die Grundlagen der bis heute gültigen biologischen Systematik und Nomenklatur. Gestorben 1778. So, und heute haben 2 Leute nur Todestag. Mehr Menschen sind heute nicht gestorben. Menschenrekord. Nee. Einmal im Jahre 96 bin ich auferstanden. Nee. 96, Peter Pasetti, deutscher Schauspieler und der Oberst. Nee, Jakubowski und der Oberst geboren 1916. Uiuiui. Und dann... ...1906, Henrik Ibsen, norwegischer Schriftsteller und Dramatiker. Nora oder ein Puppenheim, gestorben 8... Ach, geboren 1828, ja, andersrum geht's ja gar nicht. So. Haben wir hier auch die Witze. Witze des Tages. Warte. Ah, das ist ein kurzer Witz, den könnte man verstehen. 2 Männer spielen Golf.
Die Sonne scheint. Es regnet nicht und wir sind alle froh. Nee. Die Sonne scheint, mitten auf dem Golfplatz liegen zwei Frauen und sonnen sich, sagt der eine Spieler. Sagt der eine Spieler zum anderen, geh mal zu den beiden Frauen und sag ihnen, dass sie das Feld räumen sollen. Der Mann geht los, kehrt aber auf halbem Wege um. Das geht nicht, die eine ist meine Frau und die andere meine Geliebte. Und beide wissen nichts voneinander. Geh, du! So. Macht sich der andere auf den Weg. Warte. Jetzt. Ja, ein bisschen Spannung hier. So. So, saniert, top repariert. Kommt aber genauso schnell zurück und sagt, wie klein die Welt doch ist. Nee, nicht das. Da muss man schon überlegen. Also den könnte man auch jetzt nicht verstehen. Ah, ich habe nichts erreicht in dieser Folge. Ich habe ein bisschen was vorgelesen und so. Und saniert. So, will ich heute noch was machen? Ich würde sagen, nö. Ich mache heute nichts mehr. Deswegen sage ich jetzt Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Carlos, The Gamer.